zusammen hier in Berlin und auch im digitalen Raum. Wie schon erwähnt, wir stellen Ergebnisse aus einer landesweiten Absolventenstudie vor in Rheinland-Pfalz und es geht um Future Skills. Ich gehe gleich in medias res und beleuchte zuerst den Hintergrund der Studie sowie die theoretischen Grundlagen. Okay, meine Zettel verabschieden sich. Und komme dann auf den Rücklauf und die Ergebnisse der ersten Erhebungswelle. Aktuell sind wir bei der Datenbereinigung der zweiten Erhebungswelle. Genau. Zum Hintergrund. Die landesweite Absolventenstudie wurde mit dem Ziel durchgeführt, die Studium und Lehre weiterzuentwickeln und das ergibt sich aus dem Zukunftsvertrag Studium und Lehre. Unsere Auftraggebenden waren das Ministerium für Wissenschaft und Gesundheit in Rheinland-Pfalz und die staatlichen Hochschulen des Landes und daraufhin haben wir die Studie durchgeführt. Ziele des Projekts waren es, stärker als bisher die im Studium geförderten und im Beruf bzw. im Masterstudium geforderten Kompetenzen anzuschauen, aber auch die formellen und informellen Kompetenzerwerbssituationen zu erheben. Und wir haben uns bei den Future Skills auf dem auf das Konzept vom Stifterverband und McKinsey von 2021 berufen. Die Gehbefragung zielte vor allem auf die Nachhaltigkeit des Kompetenzerwerbs und den Weiterbildungsbedarf der Absolventinnen. Zu den Methoden und dem Sample. Neben der quantitativen Befragung zu zwei Erhebungszeitpunkten haben wir qualitative Interviews mit Fachgruppenvertreterinnen durchgeführt und diese gefragt, wie heute schon Future Skills im Studium vermittelt werden und was auch wichtige Fachgruppen spezifische Kompetenzen sind. Wie schon erwähnt, wir haben Absolventinnen der 11 staatlichen Hochschulen in Rheinland-Pfalz befragt und auch Absolventinnen von 2 Hochschulen anderer Träger. Die Absolventinnen haben zwischen April 2020 und September 2022 ihren Abschluss gemacht. Und zwar haben sie in fachwissenschaftlichen und lehramtsvorbereitenden Bachelor- und Masterstudiengängen studiert und auch in Diplomstudiengängen oder anderen Studiengängen mit anderen Abschlüssen. Ich komme zu unserem adaptierten Future Skills Modell. Wie ich bereits erwähnt habe, haben wir uns auf das Modell von Süßenbach et al. 2021 gestützt. Im unteren Teil der Pyramide sehen wir fachgruppenübergreifende Kompetenzen wie digitale Schlüsselkompetenzen, technische Kompetenzen und klassische Kompetenzen, die ja auch in der Diskussionsrunde vorhin auch noch als wichtig angesehen wurden. Im oberen Teil der Pyramide befinden sich die fachgruppenspezifischen Kompetenzen, die wir für MINT-Studiengänge aus den Geistes-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften identifiziert haben, uns auch in den Kunst-, also bildenden Künsten und den Design-Studiengängen identifiziert haben. Nochmal ganz konkret, digitale Schlüsselkompetenzen sind für uns Digital Literacy mit auch spezifischen und allgemeinen Softwarekenntnissen, Kompetenzen der Digital Ethics und digitale Kollaboration, wie arbeite ich mit anderen zusammen über digitale Medien. Bei den klassischen Kompetenzen haben wir beispielsweise die Anpassungsfähigkeit, aber auch die Ambiguitätstoleranz oder die Eigeninitiative und die technischen Kompetenzen haben wir als Skala zusammengefasst. Nochmal spezifische fachgruppenübergreifende Kompetenzen im Umgang mit digitaler Technik. Fettgedruckt sind die Kompetenzen, mit denen wir heute noch näher vorstellen werden. Genau. Fachgruppenspezifische Kompetenzen nochmal etwas genauer ausgeführt für MINT, die Geistes-, Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und die Künste. Genau.
Ich komme zum Rücklauf. Wir haben 39.368 Absolventinnen angeschrieben. 5.848 haben uns geantwortet. Damit haben wir einen Rücklauf von knapp 15%. Und die Ergebnisse der ersten Erhebungswelle sehen wie folgt aus. Die Forschungsfrage, mit welchem digitalen Kompetenzniveau verlassen die Absolventinnen die rheinland-pfälzischen Hochschulen? Ein Item beispielsweise war, ich kann grundlegende Software selbstständig, zeitsparend und wirkungsvoll nutzen. Und da sehen wir bei den digitalen Kompetenzen, dass die Mehrheit der Absolventinnen ein sehr hohes Maß an diesen Kompetenzen aufweist. Eine Ausnahme bildet die Kompetenz, Kontrolle über die eigenen Daten zu haben und Konflikte digital zu bewältigen können, die etwas schwächer ausgeprägt sind. Bei den allgemeinen und spezifischen Softwarekenntnissen sehen wir auch hier noch ein hohes Niveau bei dem größten Teil der Absolventinnen. Einzig die Medienbearbeitung und die Mindmapping-Software ist schwächer ausgeprägt. Eine Ausnahme bildet hier im Fachgruppenvergleich die Absolventinnen der bildenden Künste und des Designs, die eben auch häufiger mit Medienarbeitung zu tun haben, sozusagen. Genau, ich komme noch zu den klassischen Kompetenzen und deren Häufigkeitsverteilung. Hier sehen wir, dass die Absolventinnen insgesamt sich schwächer einschätzen. Die meisten geben an, diese Kompetenzen, also beispielsweise die strukturierte und kreative Problemlösefähigkeit, aber auch emotionale Anpassungsfähigkeit, dass sie diese eher im mittleren Ausmaß bei sich sehen. Stärker ausgeprägt sind die Kompetenzen der Problemlösefähigkeit, die in hohem Maße vorhanden sind. Und bei der emotionalen Anpassungsfähigkeit sehen wir, dass sich die Absolventinnen hier hauptsächlich im mittleren Ausmaß qualifiziert fühlen, aber es fühlt sich auch ein Viertel eher gering qualifiziert. Und damit übergebe ich das Wort an Franziska. Dankeschön. So, nachdem wir eben festgestellt hatten, okay, unsere Absolventen in Rheinland-Pfalz, die während der Corona-Zeit auch ihren Abschluss hauptsächlich gemacht haben, verfügen eigentlich ganz gut über diese digitalen Future Skills wie auch über gewisse klassische Kompetenzen, haben wir gefragt, braucht ihr das schon in eurem Beruf? Der Stifterverband sagt ja, also in ihrer Erhebung, diese Kompetenzen werden in den nächsten 5 Jahren wichtig. Wie ist es aber bereits jetzt? Die Studierenden haben wir dazu parallel gefragt. Also ich kann etwas und dann wurde die Frage, wird das auch so gefordert? Wenn man jetzt auf die digitalen Kompetenzen schaut, haben wir gut 50%, die sagen ja, also effiziente Softwarenutzung oder aber kritische Quellenprüfung brauche ich in meinem Beruf. Am stärksten ist immer noch, dass ich ethisch korrekt handeln, dass es gefordert wird. Was am wenigsten gefordert wird, ist Datenkontrolle und mitunter Konflikte zu bewältigen und die eigenen Daten zu schützen. Hier antworten die meisten, nein, in meinem Beruf habe ich diese Anforderung nicht. Wenn wir in die klassischen Kompetenzen gehen, haben wir diese Aussagen, dass etwas nicht gefordert wird, nur noch zu sehr geringen Teilen, also unter 10%. Und man sieht, stark gebraucht wird, dass man in die Anpassungsfähigkeit, also Handlung macht, etwas zu verändern und sich dadurch an Veränderungen anzupassen. Aber auch kreatives Problemlösen und strukturiertes Problemlösen ist ein Skill, der in den Berufen schon gefordert wird. Wenn man jetzt aber fragt, okay, du kannst das und es gibt diese Anforderungen, wie ist denn die Diskrepanz dazwischen? Um das anzuschauen, haben wir diese gespiegelten Items, also ich kann grundlegende Software selbstständig nutzen, zu in meiner Tätigkeit wird gefordert, dass ich das kann. Wenn man das in Beziehung setzen, voneinander abzieht, hat man zum Beispiel eine Null, dann ist es in Balance. Sind es aber positive Werte, so kann ich sagen, ich komme mit mehr Kompetenz, als mein Beruf es fordert, ich habe einen Überschuss. Sind es negative Werte, komme ich in ein Kompetenzdefizit, ich habe noch zu wenig, ich müsste davon eigentlich noch mehr lernen, um in meinen Beruf zurechtzukommen. Von dieser Folie muss man die Farben mitnehmen, also hellblau ist der Überschuss, Sie können es
sehr gut und zu viel. Und je dunkler, desto mehr größer ist der Überschuss. Das gleiche in die Orangenrichtung. Je dunkler das Orange, desto mehr Defizit ist vorhanden. Gehen wir also in die digitalen Kompetenzen. So sieht man, dass ein Großteil sagt, das, was ich kann, ist in meinem Beruf nicht so gefordert. Und deswegen kann ich das gut. Ich habe einen Überschuss. Ein paar, ein Fünftel häufig mal, aber auch 40%, die mit dem digitalen Bewältigen nicht so zurechtkommen, sagen, ja, ich habe da ein Defizit, aber es ist immer nur ein kleines Defizit. Es sind wenig Werte, wo man sagt, okay, hier wird das Orange dunkler. Wenn man das Gleiche betrachtet für die Studierenden und den klassischen Skills, sieht man, in den klassischen Skills sind sie nicht so wie in den digitalen Skills positiv. Hier gibt es häufiger das Defizit und das Defizit wird auch als größer betrachtet. Gerade was die Fähigkeit angeht, emotional mit Veränderungen umzugehen, dem positiv gegenüberzustehen oder aber in diese Handlung zu kommen. Also die Handlung wird stark gefordert und diese Anpassungsfähigkeit in der Handlung wird stark gefordert und die Studierenden sagen oder die Absolventen sagen, so gut haben wir das nicht vermittelt bekommen. Neben der Betrachtung, dass sie das haben, ist die Frage, ja gut, aber wo vermittelt denn die Hochschule diese Kompetenz heute schon digital wie klassisch? Wir haben dazu ein Modell entworfen, was sich an einem Studienerfolgsmodell orientiert von Blüthmann, in dem Studienerfolg einfach diese Kompetenzausbildung, dieser Future-Skill ist. Und haben es erweitert durch ein Analysemodell, das in der USO-Studie von Bülow-Schramm verwendet wurde, die auch Kompetenzerwerb im Studium betrachtet hat. Und wir haben Faktoren mit hineingenommen, die sagen, okay, was passiert im Curriculum, wie ist das Lehrverhalten, wie sind Studiengänge gestaltet, was passiert, wo kommt der Student her, also seine soziale Herkunft im Sinne von, was hat er außerhalb der Hochschule gemacht, hat er Instrumente gelernt, war er im Verein, ist er Mitglied in der Partei, hat er Kinder, haben Sie Kinder, die Absolventen? Und mit welchen Haltungen und Werten gehen Sie ran? Wie haben Sie studiert und was kam am Ende raus? Wir haben unglaublich viele unabhängige Variablen mit hineingenommen. Trotz dessen können wir dieses komplexe Konstrukt des Future Skills oder dieser Einschätzung, meine Skill, wie ich sie habe, nur zu sehr geringem Maße aufklären. Das heißt, wenn ich jetzt zeige, was einen Einfluss oder was zusammenhängt mit einem bestimmten Skill, muss man immer bedenken, ja, es gibt einen Einfluss, aber der ist nicht besonders groß. Wir haben uns ein bisschen beruhigt, weil in der USO-Studie recht ähnliche Zahlen rauskamen, also ist dieses Komplexität des Thema oder des Einflusses auf einem Skill und wie ich den einschätze, so groß, dass wir das auch mit unseren ganzen unabhängigen Variablen gar nicht so einschätzen können. Als erstes würde ich auf die digitalen Kompetenzen eingehen. Ein Einfluss auf die digitale Kompetenz hat meine Einstellung zu digital, also nicht ein Einfluss, also es hängt zusammen. Wenn ich positiv digitalen Kompetenzen gegenüberstehe, dann habe ich mehr digitale Schlüsselkompetenzen. Wenn man ins Curriculum geht und schaut, was hat da einen Einfluss auf digitale Kompetenzen, ist es differenziert, das werde ich gleich noch aufdröseln. Wenn man schaut, was haben wir extracurricula gemacht, also zum Beispiel in Sportkursen oder in Sprachkursen oder was habe ich von der Hochschule angeboten, neben dem Curriculum genutzt, dann sind das vor allen Dingen digitale Selbstplattformen. Also wenn ich die mehr nutze, dann habe ich auch mehr digitale Schlüsselkompetenzen. Oder ich habe mehr digitale Schlüsselkompetenzen, weil ich die und dadurch nutze ich diese mehr. Auf jeden Fall haben die Absolventen in Rheinland-Pfalz das zu 2/3 kaum oder gar nicht genutzt. Und auch das außerhochschulische Engagement, also sprich, bin ich in Vereinen oder Ähnlichem, hat einen Einfluss darauf, ob ich digitale Kompetenzen zu besitzen. Der größte Unterschied war tatsächlich die Gruppe der Eltern zu den Kinderlosen. Hat man Kinder, kann man zum Beispiel deutlich besser, schätzt man sich selbst deutlich besser im Datenschutz ein. Also auch jemand, der Mitglied in einer Partei ist oder irgendwie politisch aktiv ist, sagt von sich selber, ich kann besser mit Datenschutz umgehen. Die Einflüsse sind sehr, also die Unterschiede zwischen den Gruppen sind mit einem halben Skalenpunkt aber sehr gering. Wenn man jetzt schaut, wo in der Lehre digitale Kompetenzen an Hochschulen vermittelt wird, so kann man sagen,
Ich sage von mir selber als Absolventin, ich kann kritischer Quellen prüfen, ich kann mehr mit Textverarbeitungsprogrammen umgehen und ich kann gut in Datenbanken recherchieren, wenn ich viele schriftliche Arbeiten angefertigt habe. Ich sage von mir selber, ich kann besser Präsentationssoftware nutzen, wenn ich viele studentische Präsentationen gehalten habe. Und habe ich viel digitale erweiterte Lehre erlebt, also mit E-Learning-Aspekten, dann kann ich digital besser kollaborieren, also besser mit anderen zusammenarbeiten, besser kommunizieren und aber auch digital Konflikte lösen und ich kann besser mit E-Learning-Anwendungen umgehen. Keine Überraschung. Zum Q&A. Geht es um die digitalen Schlüsselkompetenzen? Nein, weiter. Und man fragt, okay, jetzt haben wir so ein differenziertes Bild, aber was hat denn einen Einfluss auf die digitale Schlüsselkompetenz im Ganzen? Dann sind es so komplexe Lernszenarien. Also haben Studierende, die viele digitale Kompetenzen aufweisen, sagen auch, dass sie mehr problem- und projektorientiertes Lernen erlebt haben. Auch Deep Level Learning, also eigene Fragestellungen erfinden, eigene Experimente durchführen, Fragestellungen kritisch auszuarbeiten und so weiter. All dieses Komplexe führt dazu, dass mehr digitale Schlüsselkompetenzen vorhanden sind. Allerdings war das etwas, was die Absolventen am wenigsten miterlebt haben, wenn man die Lernszenarien ansieht. So ist dieses Deep-Level-Learning von zwei Fünftel kaum oder gar nicht erlebt worden. Wenn man in die klassischen Kompetenzen geht, so ist der größte Einfluss zu finden in den Lerngruppen und auch das Deep-Level-Learning. Also die Personen, die sagen, ich habe in meinem Studium viel selbst gearbeitet, erarbeitet und Praxis kennengelernt und Fragestellungen in Laboren umgesetzt und so weiter, die sagen auch, ich bin resilienter, ich kann mich besser anpassen, ich zeige mir Eigeninitiative. Auch wenn ich in Lerngruppen gearbeitet habe, habe ich bessere klassische Kompetenzen. Und ich sage, ich habe mehr klassische Kompetenz, wenn ich mit Spaß und Freude, also intrinsisch motiviert, studiere. Gleichzeitig hat aber auch wieder das außerhochschulische Engagement einen Einfluss. Hier war das größte Unterschied, wenn ich künstlerisch engagiert bin, sprich Musik mache oder in irgendeiner Weise Kunst erstelle, dass ich dann mich selber als kreativer einschätze. Genau. Kurzer Ausblick auf T1 noch. Die Erhebung ist gerade gelaufen. Zu T0 waren die Personen, hatten einen Abschluss und waren vielleicht ein gutes halbes Jahr bis Jahr im Beruf. Jetzt haben wir noch ein Jahr vergehen lassen, in dem natürlich ganz viel passieren kann, in dem man arbeitslos war, in dem man Kinder aufgezogen hat, in dem man Weiterbildungen besucht hat, in dem man gearbeitet hat, on the job Dinge gelernt hat. Und die Frage ist, wie ist es denn jetzt? Also wir haben die konkret gefragt, welche Kompetenzen habt ihr jetzt? Wie passt das zum Beruf? Und können jetzt den Bogen zu T0 schlagen und halt herausschauen, wie entwickelt sich das? Wie nachhaltig ist so ein Kompetenzerwerb? So, das war's. Fragen? Danke. Ihr habt gesagt, dass ihr schnell seid, dass ihr so schnell seid. Da habt ihr mich nochmal, warte, ich dränge mich kurz dazwischen, überrascht. Schauen wir mal, ob Fragen im Chat schon angekommen sind. Wenn nicht, jetzt schnell noch Fragen schreiben. Wir nehmen alle mit auf und auch die Fragen aus dem Publikum. Gerne eine Hand hoch, dann kommt ein Mikro zu euch. Wunderbar, wir haben schon eine Frage. Wer bietet mehr? Zwei Fragen? Nein? Dann geht der Zuschlag. Oh, hier eine Frage in der ersten Reihe und hier eine dritte Frage. Der Zuschlag geht aber erstmal an die Dame da hinten. Hattet ihr überlegt, ob Persönlichkeitsvariablen auch eine Rolle spielen könnten? Also eine Konfundierung sozusagen stattfinden könnte? Das ist eine Frage, das Instrument der Selbsteinschätzung, die man hat. Wir hatten konkret keine Fragen drin, jetzt auch hinterher nicht, weil aus ökonomischen Gründen wir auch ganz viele Zusatzfragen hatten. Interessant fände ich es jetzt zu fragen, okay, wir können dieses ganze Komplexe selbst einschätzen und was kann ich denn jetzt schon gar nicht mit unseren ganzen Variablen aufklären? Also wir haben ja quasi das Leben bis zum Ende des Studiums die Person abgefragt.
Und deshalb wäre es auch interessant, was kommt denn aus dieser Selbsteinschätzung? Also was beeinflusst diese Selbsteinschätzung so, dass die sich alle so gut schon aufgestellt fühlen? Während das Mikrofon weiterwandert, baue ich eine Frage aus dem Chat ein. Was war genau der Hintergrund für dieses Kompetenzmodell? Warum nur Selbstauskünfte als Operationalisierung? Ökonomische Gründe sind das. Wir haben ja 39.000 Personen angeschrieben und die Selbstauskunft war in dem Sinne das Instrument, was man am leichtesten und breitesten in die Masse brachte. Warum gerade diese Future Skills? Die Hochschulen haben sich das gewünscht, dass die rheinland-pfälzischen Hochschulen eben die Future Skills des Stifterverbands, der ganz frisch, als die Studie gestartet ist, 2018 herauskam. Und deswegen diese Skills. Und wir haben sie eben so angepasst und so runtergebrochen, dass wir gesagt haben, okay, das ist das, was jetzt noch übrig ist, dass wir aufnehmen können, wo wir dann noch die ganzen Fragen dazu stellen können mit, was habt ihr im Studium gemacht und daneben. Ja. Hier gibt es noch eine Frage aus der ersten Reihe. Ja, ich würde einmal fragen, und das kann ich mir in gewisser Weise vorstellen, dass es eine große Varianz gibt, je nachdem, was für eine Fächergruppe oder Ausbildung es gibt. Ich weiß nicht, ich erinnere mich an eine ähnliche Untersuchung, die mal vom Hochschulforum Digitalisierung durchgeführt worden ist vor 7 oder 8 Jahren. Und da stellt sich dann heraus, dass es eine enorme Defizit von digitaler Kompetenz gerade in Lehrberufen und der Juristerei zum Beispiel gab. Ist das heute noch wahrnehmbar? Weil ihr hattet es erwähnt, ihr habt geschaut, Medien bearbeiten ist natürlich in einem medienaffinen Studiengang und in diesem Umfeld ganz anders als jetzt vielleicht in der Medizin oder Ähnlichem. Genau, das haben wir auch festgestellt, dass die Lehramtsberufe in den digitalen Kompetenzen schlechter abschneiden. Natürlich sind da die Vorreiter die MINT-Studiengänge, die da wahrscheinlich per se, wurde auch in der Diskussion genannt, so ein bisschen eine Vorreiterrolle haben, weil sie eben ständig damit konfrontiert werden. Genau, also man sieht schon in den Kompetenzausprägungen diese Fachzugehörigkeit. Auch bei anderen, ich habe die Medienbearbeitung angesprochen für die Kunst und Künstler und Designerinnen. Genau, das ist einfach so, ja. Wir haben noch, bevor das Mikro hier rüber geht, ich glaube, hier hatten wir noch eine dritte Meldung, oder war genau, zwischendurch eine Frage aus dem Chat. Interessant wäre das für die Weiterbildungsstudiengänge. Wurden die separat betrachtet oder gar nicht? Wir haben ein paar MBAs drin, aber ein Grundsatz war, die eigentlich auszuschließen. Mhm. Was jetzt in T1 hinzukam, ist die Frage nach Weiterbildung. Also was haben die Personen, die jetzt einen Abschluss gemacht haben, denn an Weiterbildung absolviert? Und was wünschen sie sich zukünftig? Was brauchen sie? Und da sind wir aber gerade in der Auswertung. Mhm. Da seid ihr noch in der Auswertung, kommt noch. Okay, die Frage hier vor Ort. Okay, das ist eigentlich eine Beobachtung, wenn ich es richtig verstanden habe, sagt ihr, dass der Zuwachs an digitalen Kompetenzen in Deep-Level-Learning-Experiences besonders hoch war, dass aber die Deep-Level-Learning-Experiences insgesamt in der Hochschulausbildung nicht so besonders häufig vorgekommen sind. Das ist ja eigentlich erschreckend, oder? Ja, ja. Es ist also ja, es ist erstmal wirklich auffällig gewesen und auch gar nicht fachabhängig, dieses Deep Level Learning, obwohl wir das versucht haben, für jedes Fach zu definieren, was heißt denn jetzt in Geisteswissenschaften Deep Level, was heißt es in einem MINT-Fach, dass das wenig stattfindet oder von den Studierenden als wenig wahrgenommen wird, dass aber diejenigen, die das wahrgenommen haben, am meisten profitieren. Und das war in allen Kompetenzen, also auch über den fachspezifischen Kompetenzen, zeigte sich, jemand, der selber Fragestellungen beantwortet, gerade in einem MINT-Studiengang, der kann nachher auch besser mit KI umgehen. Also es ist wirklich erschreckend, ja, leider. Jan Eden möchte wissen, was ist konkret mit einer digitalen Konfliktbewältigung gemeint? Jede Form der digitalen Kommunikation? Also es geht vor allem darum, digital Konflikte bewältigen zu können. Also auch solche eher unangenehme Situationen eben zu bewältigen, zu bestreiten. Aber bezogen auf soziale Netzwerke oder einfach nur Konflikte mit digitaler Kommunikation?
Nee, also bezogen im Umgang mit anderen, also in einer Konferenz, die digital abgehalten wird, Konflikte zu bewältigen. Julian Röder möchte wissen, welches Fazit ziehen Sie aus der Studie? Noch gar keins, weil wir T1 gern noch abwarten möchten. Das erste Fazit, was wir tatsächlich gezogen haben, so im Kleinen, ist, wie kriegen wir mehr komplexe Lehrsituationen so hin, weil man eben so viel davon profitiert. Das war eine Fragestellung, die sich jetzt die Hochschulen stellen. Und die zweite ist eben die Frage nach diesen Nachhaltigkeiten, die jetzt, also dass T1 noch Erkenntnisse bringt, die wir dann zusammenbringen, und dann wird über das Fazit nachgedacht. Wunderbar, das Fazit steht also noch aus. Aber eins ist klar, wir haben alle Fragen geschafft, die im Chat waren, und alle, die hier vor Ort sind. Außer es hat sich noch eine Frage ergeben. Dann schnell die Hand hoch, dann bauen wir sie noch mit ein. Sehe ich noch eine Frage? Ja? Nein? Nein? Okay. Dann enden wir mit einem Kompliment von Anna Sundermann. Super erklärt, insbesondere die statistischen Zusammenhänge. Danke euch vielmals für diesen Vortrag und für den Input.